Hast du ein Waffeleisen zu Hause? Nein, was soll ich damit? Waffeln machen. Was willst du mit einem Waffeleisen? Waffeln machen. Wir können auch Barwaffeln machen. Könntest du, wenn du, aber dafür brauchst du ein Waffeleisen und das hast du ja nicht. Also können wir es gar nicht. Du ja auch nicht. Also, ich wollte ja eins von dir haben, aber du hast ja keins. Okay, halt's mal. Tschüss. Tschüss. We are not there yet. We have lost the... Hallo, herzlich willkommen zu den beiden. Hier bin ich. Hier bin ich. Heute testen wir Bar American Cream Soda, ne? Es ist eine weitere Bar-Sorte. Wir hatten diese Sorte schon mal vor 2 Jahren oder so fast, also vor fast 2 Jahren im Test. Findet ihr in der Playlist Bar. ja, full on flavor, low on Zucker, also wenig, also beziehungsweise gar kein Zucker, glaube ich. Nee, doch nicht, 3,8 Gramm pro 100 Milliliter, also 12,5 Gramm pro Dose. Ja, das Design ist halt aufgebaut wie alle weiteren Bars, ne? Wir hatten ja schon Raspberry 8 und Bubblegum. Aber ich denke mal, alle Bars schmecken. Außer vielleicht das... Ja, ich glaube auch, es gibt auch ein paar Barsorten, die nicht so geil sind. Wir können ja mal einen großen Bar-Test machen, aber alle Online-Shops, bei denen es Bar gibt, ist immer nur die Hälfte verfügbar. Es wird nach purem Süß riechen. Aber es riecht auch nochmal geil. Ja, es ist halt American Cream Soda. Weißt du noch diese andere Cream Soda, die ich letztes Jahr aus dem Urlaub mitgebracht habe, wo wir für uns fast übergeben haben, weil diese scheiße bärsig penetrant gerochen hat? Und was jetzt? Ben Shaw's Cream Soda war das, glaube ich. Das riecht so geil, aber ich finde irgendwie, du kannst nicht richtig beschreiben, wonach es riecht, weil Cream Soda so einen Eigengeruch hat. Sag mal nicht mal. Man muss Cream Soda gerochen haben, um zu wissen, wie es riecht. Ist einfach so. Irgendwie? Es riecht irgendwie ein bisschen, finde ich, nach Kaffee, aber auch irgendwie ein bisschen nach Kuchen. Oh mein Gott, es riecht nach Bremsflüssigkeit. Es riecht einfach nach einem süßen irgendwas. Süßen Scheiß. Jeder, der schon mal Cream Soda gerochen hat, der weiß, wie das riecht, ne? Mein kleiner Freund. Das ist durchsichtig. In der Tat. Jetzt probieren wir das. Aber warte mal, sind nicht alle Bars eigentlich durchsichtig? Nee, Bubblegum zum Beispiel, aber blau. Da habe ich dann noch gesagt, das sieht aus wie Listerin. Da hast du gefragt, was Listerin ist. Es schmeckt genau wie es riecht. Es schmeckt genau wie es riecht, der Jauch, Alter. Ja, das schmeckt ja auch voll geil, finde ich. Ja, einfach geil. Wie viel Zucker ist da drin? Bestimmt voll viel. Nein, ich habe gerade gelesen, ich schieße auf wenig Zucker. 12 Gramm pro Dose. Aber ich finde das. Das schmeckt, finde ich. Sehr stark süß. Ja, aber das ist so schön, dass wenig Zucker drin ist. Ja, wahrscheinlich Süßstoff oder so. Aber es schmeckt ja nicht nach typischem Süßstoff, finde ich. Das Geile ist auch, diese Farben, ne? Die erinnern mich total an so ein Cotton Candy, also an so einen Zuckerwattewagen aus irgendwelchen Filmen oder auf dem Jahrmarkt, ne? Finde ich diese Farbe. Weißt du, ob dieses typische American Cream Soda ist? Das ist so ein typisches amerikanisches Getränk eigentlich. Ja. Ist ja auch eins. Ein Bar kommt aus England. Aber England hat auch ein paar geile Dosen. Zum Beispiel Bar. Ja, das stimmt. Boah. Das stimmt. Die gab es bei uns im Edeka für, weiß ich nicht, wie viel hat sie da gekostet. Im Edeka, ich weiß es so nicht, sind nicht mehr, ist auch schon ein paar Jahre her. 2 Jahre. Also 1 Euro oder so. Ja, das könnte jetzt sein. Über oder unter? Unter nicht. Unter wird es nicht gewesen sein. Bei einem Shop, wo wir mal Bar Bubblegum bestellt haben, kostet so eine Bardose 90 Cent. Da würde ich eventuell noch mal ein paar von bestellen. Für privaten Gebrauch. Weil es gibt nur Cream Soda und Bubblegum als Sorte leider. Wenn es da mehr Sorten geben würde, bevor großer Test ist, sage ich euch. Und da, wo ich bei, jetzt... Wo meinst du jetzt? Beim englisch-shop.de, wo wir auch die Rockstar First Stars bestellt haben. Wann mal irgendwo, wenn ich irgendeine Internetseite hatte, hatte doch mal übelst viel Bar. Candy Online, ja. Aber da gibt es mittlerweile auch nur noch 3 Sorten. Ja, voll schade, schade eigentlich. Natürlich ist das schade. Ja, hätten wir mal früher auf die Idee kommen müssen. Wir planen seit fast einem Jahr diesen großen Bar-Test und es gibt durch jeden nur Scheiße da. Was findest du, wonach es schmeckt? Kann man nicht beschreiben. Schmeckt halt einfach nach Cream-Soda. Schmeckt extrem süß, ja. Und nach Zuckerwatte. Ich finde, du kannst es nicht beschreiben, aber ich finde, Zuckerwatte trifft es noch am ehesten.
warte mal. Also, was ist jetzt Cream Soda? Also. Das versuchen wir gerade zu beschreiben. Nein, nein, ist Soda irgendwie. Irgendein Obst oder so? Soda ist. Genau das ist eine Soda. Das ist prinzipiell auch eine Soda. Es ist. Softgetränk ist Soda. Achso. Und Cream soll ja dieses Creme sein. Also, nein, also Cream ist nicht Creme. American Cream Soda ist eigentlich diese typische Zuckerwatte. Deswegen finde ich, sieht ja auch diese Dose aus wie so ein Zuckerwatten-Dings. Welche Bewertung gibst du diesem Getränk? Ich sage 6. Ich sage 8. Also. Doch, ich finde es geil. Ist halt geil, es schmeckt halt geil. Ich finde es auch geil, aber ich finde, es passt eher eine 6. Was willst du denn daran besser machen? Ich finde, es ist so geil, wie es ist. Also ich sage 8 von 10. Und ich wüsste, okay, warte, ich sage 7. Damit kann ich leben. Das heißt, es hat 15 von 20. Das ist eigentlich eine gute Bewertung, finde ich. Oder eine Durchschnitt. Ich würde es mir auch wiederholen. Also nicht für 1,50, aber was wir jetzt bezahlt haben, für 1,50 ist übertrieben teuer, aber für 90 Cent oder so kann man das mal machen. Hast du 1,50 hier Zeit? Ja. Vielleicht jetzt mit dem Kaffeebecher ab. Bis dann, tschüss. Halt's Maul. Jana, say it. We have lost our soul.